Harry Potters kleine Finger klammerten sich an den Brief neben ihm. Und er schlief weiter, nicht wissend, dass er etwas Besonderes war, nicht wissend, dass er berühmt war, nicht wissend, dass in ein paar Stunden, wenn Mrs. Dursley die Haustür öffnen würde, um die Milchflaschen hinauszustellen, ein Schrei ihn wecken würde. Und auch nicht wissend, dass ihn sein Vetter Dudley in den nächsten Wochen peinigen und piesacken würde. Er konnte nicht wissen, dass in eben diesem Moment überall im Land geheime Versammlungen stattfanden, Gläser erhoben wurden und gedämpfte Stimmen sagten: Auf Harry Potter, den Jungen, der überlebte. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Ja, Leute, kurzer Disclaimer, dieses Video geht tatsächlich eine Stunde lang. Ich weiß, ich habe eine Stunde über Harry Potter und der Stein der Weisen geredet. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich das Ganze in zwei Teile splitte. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil das Ganze einfach zusammengehört. Das ist ein Teil und jetzt kann ich euch einfach nur sagen, hey, keiner zwingt euch das Ganze am Stück zu schauen. Ich freue mich einfach, wenn ihr es anschaut und tut euch keinen Zwang an, macht irgendwas währenddessen. Putzt eure Bude, macht den Abwasch, macht die Wäsche, macht sonst was. Ich sehe euch nicht, ich merke nicht, wenn ihr mir nicht in die Augen schaut, während ich hier rede, das ist mir egal. Ich fände es einfach cool, wenn ihr mir ein bisschen zuhört. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Oh Leute, ich sag's euch, ich habe diese Harry Potter Bücher so lange nicht mehr angehört gehabt tatsächlich. Und das war die erste so echt große Pause seit immer. Ich habe in 9 Jahren die Hörbücher die Bücher zum ersten Mal vorgelesen bekommen von meiner Mutter und seitdem war ich im Hype und habe diese Hörbücher rauf und runter gehört von Rufus Beck. Ich sag's euch wirklich, ich erinnere mich, wie ich da im Wohnzimmer auf dem Fußboden lag und vor der Anlage und halt die Hörbücher von Rufus Beck vorgelesen bekommen habe und dann weiß ich noch, wie er dann immer gesagt hat, so von Joanne K. Rowling, gelesen von Rufus Beck. Und ich immer so, wie gelesen von Rufus Beck? Ich habe das doch auch gelesen, so. Bestimmt auch ganz viele andere auch. Ja, solche Erinnerungen habe ich daran. Oder wie ich auf meinem ersten MP3-Player den zweiten Teil hatte und den halt wirklich immer rauf und runter gehört habe. Ich habe das zum Einschlafen gehört. Ich habe es gehört, wenn ich traurig war, wenn mir langweilig war. Einfach so sehr, bis dass ich irgendwann das Gefühl bekommen habe, hey, krass, das fühlt sich eigentlich gar nicht mehr nach Hause kehren an, wenn ich das wieder anhöre. Und dann habe ich mir selbst diese Bürde auferlegt, das höchstens einmal im Jahr alles zu hören. Und das habe ich dann gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, selbst einmal im Jahr ist noch zu oft. Ich kenne diese Geschichte mittlerweile so gut, dass sich selbst nach einem Jahr das Ganze nicht so besonders mehr anfühlt. Und habe dann 2020 echt mir so eine ganz lange Pause auferlegt, oder dass mir diese Hürde auferlegt, zu sagen, hey, ich höre jetzt immer einen Teil, dann muss ich mindestens drei Monate Pause machen, um das halt über eine möglichst lange Zeit zu strecken. Ich hatte dann oft auch mehr als 3 Monate Pause und so war ich dann irgendwie 2021 oder 2022 fertig mit dem 7. Teil und jetzt ist halt wirklich seit dem ersten Teil wirklich fast 4 Jahre vergangen und seit dem letzten Mal den 7. Teil hören auch mehr als ein Jahr auf jeden Fall, wenn nicht 2 Jahre. Und bis zu dem ist es ja auch noch ein bisschen ein Weilchen hin. Ich habe jetzt den ersten Teil wieder gehört und es war wirklich einfach nach Hause kommen. Es war so dieses schönste und reinste Gefühl des Nachhausekommens, wie ich es noch nie oder schon echt lange nicht mehr bei Harry Potter gefühlt habe. Es war wie ein alter Bekannter, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und jetzt so langsam aus der Vertiefung zurückhole und mit ihm über alte Erinnerungen rede und an unsere Kindheit denke, die wir gemeinsam verbracht haben. Das klingt total krass, aber es ist so und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele von euch das auch nachvollziehen können, weil es ihnen ganz ähnlich geht jedes Mal, wenn sie Harry Potter hören. Und ja, ich beginne jetzt diese Harry Potter Spoiler Talk Reihe. Ich habe am 1. Januar 2024 angefangen, den ersten Teil wieder zu hören. Jetzt mache ich gerade die Sommerpause zu Teil 2. Ich werde euch am Ende vom Video noch bekannt geben, wann ich dann mit dem zweiten Teil anfange. Und ich werde dann auf diese Weise alle Bände nochmal durchhören, von Rufus Beck gelesen. Und dann wahrscheinlich wieder eine längere Pause machen, um es irgendwann wieder aus der Versenkung zu holen und mich an diesen alten Freund von früher erinnern zu können. Und ich freue mich auch jetzt schon darauf. Aber jetzt, liebe Leute, wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit einer Stunde Spoiler-Talk über Harry Potter und der Stein der Weisen. Let's go!
Ich weiß nicht, also ich habe das bisschen das Gefühl, da bin ich der Einzige, weil ich finde dieses erste Kapitel vom ersten Buch so gut. Also für diejenigen, die nur den Film kennen, es beginnt gar nicht mit dieser Szene, die man aus dem Film als die erste Szene kennt. Noch davor begleiten wir einen Tag lang Vernon Dursley in seinem Leben, in seinem Berufsalltag sozusagen. Wir erfahren halt, die Dursleys sind wirklich richtige Spießer und Vernon ist dann halt auf dem Weg zur Arbeit. Dann begegnet er dieser Katze, die das Schild liest. Ah, nee, 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 das kann ja nicht sein. Katzen lesen ja keine Schilder. Sie schaut auf das Schild und dann geht er durch die Stadt und bemerkt diese ganzen Leute in den merkwürdigen Mänteln und Umhängen und die flüstern irgendwie so vor sich hin. Ist bestimmt irgendeine Sammelaktion oder sowas, weil er sieht halt auch keine Spendenbüchsen oder so. Und dann hört er halt, wie die flüstern irgendwas über, ja, die Potters und ja, ihr Sohn Harry. Und er erschrickt sich halt total, weil er weiß ja, dass die Familie von seiner Schwester auch Potter hieß und dass ihr Sohn auch Harry hieß. Und dann denkt er sich, na, okay, Potter ist ein häufiger Name und vielleicht hieß der Sohn ja auch gar nicht Harry, sondern Harvey oder Harold oder was auch immer. Er versucht sich ein bisschen schön zu reden, aber wir erfahren halt dadurch, dass die Dursleys einfach keinen Kontakt mehr zu den Potters haben, zur Familie von Petunia und den halt auch gar nicht wollen. Sie wollen auf keinen Fall irgendwie in Verbindung mit denen gebracht werden. Und ich finde, dieses Kapitel ist super geheimnisvoll, weil wir sind halt hier nicht nur irgendwie im Kopf von Vernon Dursley, sondern mit ihm auch im Kopf von dem großen Obermuggel, den es so gibt, sage ich mal. Also diese Geschichte, die so voller Magie ist, aus der Sicht von einem Muggel zu beginnen, ist halt super cool, weil es ist ein außergewöhnlicher Tag in der magischen Welt, weil Voldemort ist besiegt und Harry Potter, ein kleines Kind, ein Baby quasi, hat ihn besiegt und hat überlebt. Das ist ein Riesentag, so riesig, dass sie quasi fast so töricht sind, dass man sie ihre Existenz entdeckt sozusagen. Und das Ganze sehen wir aus der Sicht von einem Muggel und dann noch dazu eben dem Obermuggel und Vernon Dursley, Harry Potters Onkel. Das hat schon so einen gewissen Charme, hat mir echt gut gefallen und ist ein echt guter Prolog sozusagen für die ganze Harry Potter-Geschichte. Was mir da aufgefallen ist, dass wir halt wirklich im Buch noch mal so viel mehr einen Einblick in Harrys Scheißleben kriegen als in den Filmen. Im Buch wird irgendwie noch viel mehr so gezeigt, wie er wirklich von Dudley und seiner Gang gebullied wird und dann auch so Sachen wie, dass er eben von denen gejagt wird und plötzlich unerklärlicherweise erst hier unten auf der Straße lief und plötzlich steht er auf dem Schuldach, weshalb er halt Ärger kriegt oder immer wenn irgendwie Petunia ihm die Haare kurz schneidet, aber nur über der Narbe so ein bisschen was übrig lässt, dann wachsen die Haare halt über Nacht von Zauberhand wieder neu. So, solche Szenen werden noch viel mehr beschrieben und das gefällt mir, weil du halt erstens noch viel mehr Einblick kriegst, dass Harry wirklich ein richtiges Scheißleben hat. Also, das ist im Film schon alles sehr, sehr durchgehetzt. Also, das muss ich mal gerade sagen. Ich habe den ersten Teil noch letztens mal gesehen und der ist insgesamt auch schon wirklich durchgehetzt. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass der erste schon so durchgehetzt ist. Und im Film, im Buch ist das halt viel entspannter und das fand ich sehr, sehr gut. Es trudeln dann halt die Briefe ein. Harry darf sie immer nicht lesen. Dann hauen sie ab. Dein ist jetzt verrückt geworden, oder Mama? Und sie landen in der Hütte und Harry freut sich auf seinen Geburtstag. Das ist auch eine echt coole Szene, ein cooler Moment, weil es so ein Stück Normalität für ihn ist. Also es ist tatsächlich so, er liegt da auf seiner Matratze in dieser Hütte. Es ist total die Scheißstimmung irgendwie. Und er hört irgendwie Dudley, der irgendwie sagt so, ah, es ist Montag, ich verpasse alle meine coolen Sendungen im Fernsehen. Und Harry denkt sich, oh. Wenn heute Montag ist, dann heißt es ja, dass morgen Dienstag ist. Und wenn morgen Dienstag ist, dann ist morgen mein Geburtstag. Und es ist quasi kurz vor Mitternacht. Und man denkt sich so, jeder normale Junge wüsste ja schon 3 Wochen vorher, wie oft er noch schlafen muss bis zu seinem Geburtstag, sage ich mal. Aber Harrys Geburtstage sind halt nichts Besonderes. Und deswegen denkt er halt erst kurz vorher wieder dran, weil Dudley ihn zufälligerweise unbeabsichtigt dran erinnert. Und auch wenn Harrys Geburtstage irgendwie immer total scheiße sind oder nichts Besonderes, ist es für ihn halt trotzdem ein bisschen was Besonderes, sodass er sich halt trotzdem irgendwie drauf freut und dann um Mitternacht irgendwie sich freut, dass er jetzt Geburtstag hat, dass er jetzt 11 Jahre alt geworden ist. Das ist so, ja, so was schön Kindliches, weil er ist halt letztlich doch einfach nur so ein 11-jähriger Junge, der sich halt, auch wenn es nichts Besonderes ist,
trotzdem über seinen Geburtstag freut. Freut, dass er jetzt 11 geworden ist. Das ist einfach so ein Stück Normalität für ihn in diesem absoluten Scheißleben. Und dann, bum, 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 Hagrid kommt rein und erklärt ihm: Harry, du bist ein Zauberer. Harry glaubt das nicht direkt, aber sobald Hagrid sagt: Ja, aber schau mal, was du alles schon getan hast, du hast doch viele merkwürdige Dinge geschehen lassen, da leuchtet Harry halt irgendwie ein. Ja, okay, das erklärt schon einiges. Ja, gut, dann bin ich wohl ein Zauberer. Das ist halt wirklich nochmal so ein Symbol. Harry ist zwar jetzt kein Kind mehr, er glaubt es nicht direkt so. Er denkt schon erstmal so ein Quatsch, ich kann kein Zauberer sein, das geht ja nicht. Aber wenn man ihm dann halt Erklärungen liefert, dann denkt er sich so, ja, okay, dann wird es schon stimmen so, oder? Das ist so eine magische Grenze, habe ich so das Gefühl. 11, das kann schon hinkommen, sage ich mal. Als Hagrid und Harry dann in der U-Bahn sind und Harry sich die ganze Zeit denkt, boah, krass, alle schauen uns an, weil Hagrid so riesig ist. Und Hagrid strickt in der U-Bahn. Das ist so cool. Ey, das habe ich so gefeiert. Habe ich wieder komplett vergessen, dass Hagrid in der U-Bahn strickt. So, er ist halt nicht nur dieser Riese, der halt voll bedrohlich wirkt und dann total nett ist. Nein, er strickt halt auch. Das ist so geil. Ich finde das so super. Wir kommen nach Gringotts. Die beiden holen dann aus Gringotts nicht nur ein bisschen von dem vielen Geld, das Harry plötzlich besitzt, sondern auch das kleine braune Päckchen. Anschließend kommt Harry zu Madame Malkin und dort trifft er einen gewissen blassen, blonden Jungen, der auch nach Hogwarts gehen wird und mit dem er sich so ein bisschen unterhält, der aber schon direkt ziemlich unsympathisch wirkt, der irgendwie so labert: Ja, ich weiß ja schon, dass ich nach Slytherin kommen werde. Boah, ich würde mich vom Astronomieturm stürzen, wenn ich nach Hufflepuff kommen würde. Und er weiß nicht, mit wem er hier spricht. Sie reden miteinander, sie wissen irgendwie beide wahrscheinlich schon, okay, der andere ist jetzt nicht so meine Wellenlänge, mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt Best Friends werden, aber sie wissen ja noch gar nicht, was da alles auf sie zukommen wird. Deswegen ist das auch wieder so ein cooler Moment, weil du weißt, Jesus, zwischen den beiden wird noch wirklich die Luft brennen. Ja, dann ist Harry bei Ollivander, kriegt seinen Zauberstab. Es wird eine kleine Andeutung auf Hagrids rosa Schirm gemacht. Ollivander macht einen auf: Ja, aber sie benutzen doch ihre zerbrochenen Zauberstabhälften nicht, oder? Und Hagrid: Nein, 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 auf keinen Fall. Aber Harry checkt selbst jetzt schon: Ah ja, da ist, glaube ich, ich glaube, da ist was in deinem Schirm, ha? Was ich irgendwie die letzten Jahre immer wieder vergessen habe, weil ich immer nur die Filme gesehen habe in letzter Zeit, ist, dass Harry jetzt nochmal zu den Dursleys zurück muss, weil macht ja auch Sinn. Sein Geburtstag der 31. Juli und Abfahrt bei Gleis 9 3/4 ist der 1. September, da ist ja noch der ganze August dazwischen. Im Film wird so getan, als gäbe es den August irgendwie nicht, aber hier muss Harry nochmal zurück. Es ist natürlich alles weiterhin scheiße bei den Dursleys, aber sie haben jetzt auch eine gewisse Angst vor ihm, besonders Dudley, nachdem er sein Schweineschwänzchen verpasst bekommen hat. Und die Dursleys bringen ihn dann auch irgendwie widerstrebend nach London, weil sie eh dahin müssen, um diesen Schweineschwanz zu entfernen, und lassen Harry dann da stehen, lachen ihn aus, während sie wegfahren, weil sie halt denken, der Boy ist jetzt lost, weil Gleis 9 3/4, come on, das gibt's ja nicht. Und da denke ich mir mal so: Ey, wird denn ihnen jemals erklärt, dass Harry es geschafft hat? So, woher wussten die das? Oder könnte er in ihrer Sicht auch immer noch dastehen und verzweifelt nach Gleis 9 3/4 suchen? Und wenn sie ein Jahr später wieder am Gleis dastehen und ihn abholen, dann könnte es theoretisch sein, dass er jetzt ein Jahr lang da stand und gewartet hat, dass er wieder abgeholt wird. Wir lernen dann die Weasleys kennen. Und das ist ein echt ikonischer Moment. Haben wir halt Mrs. Weasley, die total die liebevolle Mutter ist. Wir haben Ginny, die unbedingt auch nach Hogwarts will, aber sie darf natürlich nicht. Und dann haben wir Fred und George, die Harry helfen, den Koffer reinzutragen. Sie entdecken dann, dass er Harry Potter ist und erzählen es dann den anderen: Hey, der Junge, den wir vorhin gesehen haben, das war Harry Potter. Und die Mrs. Weasley noch so: Ja, aber untersteht euch, ihn zu fragen, wie Voldemort aussah, weil er will ja jetzt nicht unbedingt daran erinnert werden und so weiter. Dann noch mit dem: Ich will auf keinen weil einen Brief von Hogwarts kriegen, dass ihr wieder eine Toilette in die Luft gejagt habt. Mom, wir haben noch nie eine Toilette in die Luft gejagt. Aber coole Idee. Oh, und dann geht der Hogwarts Express los. Ron kommt zu Harry, die beiden lernen sich kennen. Und das ist tatsächlich ein schöner Moment, wie sie dann zusammen teilen. Weil Harry, also es wirkt auch überhaupt nicht aufgesetzt, so nach dem Motto so: Ja, Kinderleser, man soll teilen, so. Nein, weil das macht total Sinn. Harry hat noch nie in seinem Leben überhaupt etwas gehabt, was er teilen konnte, geschweige denn jemanden, mit dem er teilen konnte. Und jetzt hat er das jemanden und das macht einen stolz. Sie lernen sich übers Teilen kennen und das ist
so cool. Ron ist halt aus einer total armen Familie. Harry weiß genau, wie es ist, nichts zu haben oder wenig zu haben. Und trotzdem ist er irgendwie gleichzeitig das Rich Kid, was halt Dinge jetzt hat, die er teilen kann. Und darüber lernen sie sich kennen. Das ist total schön. Die ganzen fantasievollen Ideen tauchen jetzt irgendwie immer mehr auf. Die Bertie Botts Bohnen aller Geschmacksrichtungen. Das ist so abgefahren, so verrückt irgendwie. So, wer würde denn sowas essen wollen, wenn da die Gefahr ist, dass es nach Kotze schmeckt? Ja, wer denn? Kinder natürlich. Wer denn sonst? So, Kinder finden sowas lustig. Und Dumbledore natürlich. Das sind diese coolen Ideen. Oder dass die Bilder sich natürlich bewegen, weil du kannst ja nicht erwarten, dass die Menschen darin den ganzen Tag da rumhängen. So, pff. Albern, was bei euch Muggeln, da bleiben die echt den ganzen Tag stillstehen? Wirklich? Das ist ja absurd. Und trotzdem gleichzeitig steigt auch die Angst vor Voldemort. Also Harry merkt es schon, alle sprechen diesen Namen. Du weißt schon, wer mit so einer Angst aus. Und die breitet sich halt mittlerweile auch so ein bisschen bei ihm aus. Aber, um da mal ein bisschen vorzugreifen, halt weil alle mit dieser Angst und diesem du weißt schon wer darüber sprechen. Später lernt er natürlich von Dumbledore, dass man niemals Angst vor einem Namen haben sollte, weil Angst vor einem Namen nur noch größere Angst vor der Sache selbst macht. Aber das weiß er jetzt noch nicht. Und deswegen steigt jetzt erstmal die Angst, weil wir auch von einem Gringotts-Einbruch erfahren. Oh mein Gott, in Gringotts wurde eingebrochen. Das schafft doch niemand. Das waren wahrscheinlich dunkle Magier. Vielleicht hat das sogar irgendwas mit Voldemort zu tun. Oh mein Gott, das ist gruselig. Und dann kommt Malfoy. Und Malfoy ist der blasse Junge aus Madame Malkinse. Das wissen wir natürlich alle. Aber Harry weiß es jetzt auch. Und es ist die erste Konfrontation. Und das ist der entscheidende Moment, wo sich besiegelt, dass die beiden sich jetzt die nächsten 7 Jahre hassen werden. Und auch das ist ziemlich ikonisch und wird halt gekrönt von einer lustigen kleinen Szene, dass halt Goyle irgendwie Süßigkeiten klauen will und dabei von Krätze gebissen wird. Ja, ist ganz lustig. Sie kommen dann in Hogwarts an. Hagrid, Erstklässler, kommt zu mir, kommt zu mir. Sie fahren mit den Booten über den See und Hagrid sagt den Satz: Erstklässler, ihr werdet gleich zum ersten Mal in eurem Leben Hogwarts sehen. So, Leute. Zum ersten Mal sind wir wieder in Hogwarts, beziehungsweise Harry ist zum allerersten Mal überhaupt in Hogwarts und alle anderen Kinder ja auch. Hagrid hat es ja schon gesagt, zum ersten Mal in eurem Leben werdet ihr Hogwarts sehen. Dann tauchen auf jeden Fall auch erstmal direkt die Geister auf. Diese ganzen Erstklässler stehen da im Korridor und warten, dass McGonagall sie wieder abholt. Und dann tauchen die Geister auf, die halt darüber diskutieren, dass man Peeves vielleicht verbannen sollte. Und die Geister bemerken die Schüler und reden über sie. Und Peeves generell, weil ich jetzt gerade schon von ihm gesprochen habe, ist ja auch tatsächlich so ein Charakter, der im Film nie vorgekommen ist. Was echt irgendwie ein bisschen schade ist, weil ja, er ist jetzt keine wichtige Figur so für die Handlung. Es macht tatsächlich überhaupt nichts aus, dass er weg ist. Aber er ist halt so ein Running Sidegag. Es ist so, er ist nervig, ja, aber es ist so irgendwie in den Büchern cool, dass er da ist, weil es ist irgendwie immer lustig so. Ich denke mir aber so ein bisschen auch wenn es ein bisschen schade ist, dass so viele Dinge wie zum Beispiel Peeves im Film nicht vorkommen, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, dass so manche Kleinigkeiten, so kleine Details aus den Büchern im Film eben nicht vorkommen, weil der Charme vom Film ist sowieso ein ganz anderer. Und so haben wir Buchfans immer noch unsere Kleinigkeiten, die wir halt an den Büchern lieben. Es ist halt, wir können halt sagen, hey, die Bücher haben Peeves exklusive so. So, das ist halt dann in den Büchern was ganz Besonderes dadurch. Und ja, manchmal ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann hat man halt, wenn man die Bücher mal wieder liest, nochmal so Kleinigkeiten, die man aus den Filmen gar nicht mehr kennt, weil die halt da nicht vorkommen. Und darüber freut man sich dann besonders gern. Die Schüler kommen dann in die große Halle. Sie haben alle übelste Panik. Also Harry und Ron, die haben richtig Angst vor dieser Auswahlzeremonie. Ron hat da irgendwie voll die Schreckenstheorien von seinen älteren Brüdern gehört, dass man voll die heftige Prüfung ablegen muss, dass man gegen einen Troll kämpfen muss oder sowas. Und auch Harry hat so übelst Panik. Ja, was ist, wenn sich jetzt rausstellt, dass das alles nur ein Riesenmissverständnis war, dass ich gar nicht hier sein dürfte oder dass es ein Riesenscherz ist, dass ich voll verarscht wurde und jetzt gesagt wird, ich muss zurück zu den Dursleys oder so. Aber nein. Es stellt sich raus, sie müssen einfach nur so einen alten Hut aufsetzen und der sagt ihnen dann, wo sie hinkommen. Und dann kommt er nach Gryffindor. Ron kommt auch nach Gryffindor und zu Rons Leidwesen kommt auch Hermine nach Gryffindor. Die können sich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht leiden. Hermine ist ja, hat sich schon im Zug als so eine Besserwisserin vorgestellt und etabliert. Aber das wird sich möglicherweise eventuell noch ändern.
Was ich aber bei Dumbledore hier schon wieder so cool finde: Die Schüler nehmen alle Platz an ihren Tischen. Dumbledore erhebt sich, der mächtige, große Zauberer, der tolle Schulleiter, erhebt sich, baut sich vor der ganzen Schule auf. Er will jetzt eine Rede halten und er sagt: Schwachkopf, Krimskrams, Schwabbelspeck, Quiek. Guten Appetit. Und er setzt sich wieder hin. Oh Mann, es ist so. Es ist so, keiner checkt was. Wa bitte, bitte was? Wie bitte? Schwachkopf, Krimskrams, Schwabbelspeck, Quiek? Hä? Es ist halt so eine richtige Dumbledore-Eigenart. Dumbledore ist wirklich einfach verrückt. So ist es im Buch beschrieben. Er ist irgendwie brillant und so, aber verrückt. So be beschreibt es auch Percy. Das sind seine ersten Worte über Dumbledore. So, ja, er ist auf jeden Fall brillant. Aber ja, verrückt ist er schon ein bisschen. Und ja, für Harry ist jetzt auf jeden Fall der Moment, nach Hause zu kommen. Und das ist wirklich schön. Also da muss ich tatsächlich immer an die Szene im Film denken, wie er dann auf dem Fenstersims sitzt, im Pyjama schon, und er schaut dann aus dem Fenster nach draußen ins Dunkle und streichelt dabei gedankenverloren Hedwig, während er so ein melancholisches Lächeln auf den Lippen hat. Und man weiß einfach nur, oh mein Gott, er ist jetzt zu Hause angekommen. Und so eine direkte Szene gibt es jetzt irgendwie im Buch nicht, so eine konkrete Szene. Das ist dann immer so ein bisschen der Vorteil vom Film, da kann man sowas bildlich irgendwie zeigen, so. Im Buch merkt man es halt einfach generell so durch die Stimmung, wie er drauf ist. Da merkst du halt auch einfach, Junge, der Typ hatte bisher echt die ersten 11 Jahre seines Lebens ein richtiges Scheißleben. Er war ein Niemand, er wurde behandelt wie der letzte Dreck, er durfte nicht mal seinen Geburtstag richtig feiern. Aber jetzt weiß er, wer er ist, wo er hingehört. Hier liegen meine Fähigkeiten. Hier kann ich mich ausleben. Hier waren auch schon meine Eltern. Und hier gehöre ich einfach hin. Das ist für mich der Place to be. Und das ist einfach richtig schön, wenn man das dann erkennt. Ich muss ja sagen, ich mag einfach die Rufus Beck-Version der Hörbücher. Ich liebe es, wie er es liest. Es ist natürlich ganz viel Nostalgie dabei, keine Frage, aber ich liebe auch einfach die Art, wie er diese Stimmen spricht. Wir haben jetzt Snape und Snape ist einfach von seiner Rufus Beck-Stimme her ikonisch. Mr. Potter, unsere neue Berühmtheit. Also, ich finde es so cool, dass die Figuren alle so irgendwelche Dialekte haben auch. Das ist irgendwie, ja. Viele Leute finden es albern und übertrieben und lächerlich und sagen mal, das macht keinen Sinn. Ich finde das passend, weil das irgendwie bei jedem so nochmal die Eigenarten unterstreicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt Snape und seine willkürlich verteilten oder abgezogenen Punkte. Das ist ja generell so ein Thema, wo man sich oft so ein bisschen lustig oder scherzhaft drüber aufregt, dass die Punktevergabe in Hogwarts total willkürlich ist. Hier werden irgendwie mal 5 Punkte einfach so abgezogen, weil Snape gerade schlechte Laune hat oder so. Oder später werden 50 Punkte abgezogen, weil sie nachts draußen waren. Und dann werden aber nur 5 Punkte gut geschrieben, weil sie einen fucking Troll besiegt haben. Das kann doch kein System haben, so. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das passt sogar ganz gut, weil diese ganzen Bücher sind halt aus der Sicht von Kindern erzählt. Und für Kinder ist sowas oft einfach irrational. Und dann macht es auch Sinn, dass das halt in der Geschichte so auch wirklich irrational ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, man fühlt sich einfach so richtig unfair behandelt, so wie man sich halt als Kind unfair behandelt fühlt. Und Snape ist halt ein richtiges Arschloch und er macht sowas. Und man könnte sich fragen, ey Dumbledore, wie kannst du überhaupt so jemanden auf die Kinder loslassen? So, aber ich finde, ja, Snape ist einfach ein Arsch in einer Machtposition und das ist Teil des Lebens. In deinem Leben wirst du immer wieder Leuten begegnen, die eine Machtposition haben, aber Riesenarschlöcher sind. Und die das ausnutzen, dass sie eine Macht über dich haben. Und das ist total unfair und grausam und scheiße. Aber so ist das Leben. Und so ist auch Snape. Und Snape ist ja wohl scheinbar auch an irgendeinen alten Lehrer von J.K. Rowling angelehnt, der, als er das erfahren hat, irgendwie voll schockiert war. Was? Ich soll angeblich Snape sein? Willst du mich verarschen so? Aber ja, that's life. Und dann kommt die Freundschaft zu Hagrid, die wird weiter ausgebaut, das gefällt mir irgendwie. Es ist dann so, dass irgendwie nach Harrys erster Schulwoche kommt Hedwig zu ihm und bringt ihm einen Brief von Hagrid, der halt schreibt: Ja, Harry, komm doch heute Abend gern zum Tee zu mir runter. Ich will alles über deine erste Schulwoche wissen. Und das ist irgendwie, ich liebe das. Hagrid ist so dieser riesenhafte Hünde, der bedrohlich wirkt, aber halt so lieb ist. Der ist halt auch, ich weiß nicht, vom Alter her könnte der wahrscheinlich Harrys Opa sein, so, aber irgendwie ist es so,
nicht so eine Opa-Enkel-Beziehung, so. Es ist so, als wären sie auf einer Ebene, als wären sie halt richtig, also sie sind halt richtig Freunde und das gefällt mir total. Und wenn dann halt später Ron und Hermine auch in dieser Freundschaft dazukommen, dann ist es super schön anzuschauen, wie die zu viert quasi interagieren. Und Hagrid ist natürlich auf jeden Fall der Erwachsene der Gruppe sozusagen, aber es ist nicht, er hat nicht so diese Erwachsenenposition in dieser Rolle. Es, ja, also das macht tatsächlich Spaß immer zu lesen. Ein großer Kernpunkt dieses Buches ist auf jeden Fall diese Spannung von nachts alleine im Schloss unterwegs zu sein. Also mal ist Harry mit Ron und oder noch Hermine irgendwie unterwegs oder er ist halt alleine unterwegs, aber es gibt echt viele Szenen, wo er nachts unterwegs ist. Und da kommen so Punkte, wo ich merke, im Film wurde viel die Struktur so ein bisschen geändert und ich glaube, es gab nur so eine große Szene, wo sie irgendwie nachts draußen waren oder so. Aber im Buch waren das jetzt echt viele. Ja, viele, viele Punkte. Es wird quasi das Duell um Mitternacht ist der Ausgangspunkt sozusagen. Malfoy kommt zu Harry und sagt: Hey Potter, lass uns heute Nacht um Mitternacht im Pokalzimmer treffen und dann werden wir ein Zaubererduell ausfechten, wenn du dich traust. Und Harry natürlich so: Ja, natürlich traue ich mich. Und Ron springt direkt zur Seite: Ja, ich bin Harrys Sekundant, wer ist dein Sekundant? Und sie verabreden sich um Mitternacht im Pokalzimmer. Die gehen dann natürlich raus und Harry macht sich ultra Sorgen, eben erwischt zu werden. Und das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Es ist diese kindliche Angst, irgendwie nachts erwischt zu werden. Als Kind ist das so das Schlimmste. Alter, ich darf nicht draußen sein und es wäre das Schlimmste, wenn ich erwischt werde. Ich muss da immer so an so alte Klassenfahrten zurückdenken, wenn man halt zu sechst in seinem Zimmer lag und halt nachts noch gelabert hat, obwohl man halt schlafen sollte. Und dann hört man irgendwie die Schritte vom Lehrer auf dem Gang und alle verstecken sich plötzlich unter den Decken und tun so, als würden sie schlafen. Dann wird der Kopf so reingestreckt und das Herz wummert so, weil man halt schlafen sollte. Als wäre es so das Schlimmste von der Welt, wenn man halt nachts noch ein bisschen redet so. Und genauso ist es hier so. Als wäre es so das Schlimmste der Welt, nachts noch draußen zu sein. So ist es, diese kindliche Angst. Und ja, es ist wirklich so, wenn die erwischt werden, dann ist es irgendwie gefühlt auch das Schlimmste der Welt so. Aber die Geschichte ist nun mal aus der Sicht von den Kindern erzählt. Und deswegen finde ich, macht auch das irgendwie Sinn. Generell sind diese Kinder einfach insgesamt gut gezeichnet, finde ich. Also ja, in so einer Geschichte ist es oft so, dass sie dann halt manchmal Sätze sagen, die nicht so sehr kindlich sind, aber insgesamt von den Ängsten her oder von der Rationalität ihrer Gedanken oder Sorgen her ist es dann doch oft sehr kindlich. So eben auch dieses, dass sie Snape sofort verdächtigen, weil er halt nicht nett ist, sozusagen. Generell mag ich auch, in dem Kapitel kam das viel vor, diesen Hogwarts-Spirit, der auch in den Büchern so viel mehr vorkommt, dieses Gemeinschaftsraum-Feeling, dass sie da einfach Zeit verbringen, dass sie sich da vors Kaminfeuer setzen, in ihre Sessel fläzen. Und dann kommt halt mal irgendwie Fred und George vorbei und sagen: Ja, wir müssen uns jetzt mit Lee Jordan treffen, der meint, er hat einen neuen Geheimgang gefunden, aber wir glauben, es ist der alte und den wir schon längst kennen, sozusagen. Oder wir müssen jetzt zu Lee Jordan, der hat irgendwie eine Tarantel gefangen oder was weiß ich. Es ist irgendwie so dieses heimelige Feeling vom Gemeinschaftsraum, für das natürlich in den Filmen einfach nicht so viel Zeit ist, was dafür aber in den Büchern umso mehr ausgekostet werden kann. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man hinterher Freunde wird. Ja, das ist jetzt Halloween und ja, Hermine, Harry und Ron freunden sich an, beziehungsweise Harry und Ron freunden sich mit Hermine an, weil sie gemeinsam den Troll besiegen. Der Troll ist irgendwie ins Schloss gekommen, Quirrell stürmt in die große Halle, Troll, und fällt in Ohnmacht und alle geraten in Panik. Und als Harry und Ron gerade mit den anderen Gryffindors in ihre Schlafsäle gebracht werden sollen, fällt ihnen ein: Oh mein Gott, Hermine ist ja noch unten. Und sie ist da, weil sie weint, weil sie merkt, dass sie nicht gemocht wird. Ron hat vorher irgendwie mal was Blödes gesagt, so: Ah, sie ist ja super ätzend. Kein Wunder, dass sie keinen einzigen Freund hat, so. Das war halt super ätzend und Hermine hat es halt gehört. Und das war so der erste Moment, wo du gemerkt hast: Oh Mann, ja, Hermine ist irgendwie sozial nicht so cool drauf gerade. Sie ist eine echte Klugscheißerin und verhält sich nicht so cool. Aber sie hat halt auch Gefühle und wenn ihr sowas jemand sagt, dann trifft es sie natürlich. Und man denkt zum ersten Mal so drüber nach: Ja, vielleicht musste sie ja irgendwie in ihrem bisherigen Leben
so sein, damit sie irgendwie akzeptiert wird oder um sich überhaupt durchzusetzen oder so. Man weiß es ja nicht. Und das muss man auch nicht wissen, aber man denkt halt zum ersten Mal drüber nach und sieht Hermine halt als einen Mensch mit Gefühlen zum ersten Mal. Und jetzt denken sie die beiden halt so, oh fuck, Hermine ist da unten und muss gerettet werden, weil keiner weiß, dass sie da unten ist. Und ja, anstatt dass sie halt irgendwie einem Lehrer Bescheid sagen, der sich dann darum kümmern kann, rennen sie selber runter, was halt dumm ist, so, ja, okay. Aber auch das ist halt so ein bisschen das kindliche Handeln, ey, die denken halt gerade, okay, sie ist da unten, wir müssen da runter und das ist halt jetzt die einzige Möglichkeit. Sie gehen dann runter, oh Mann, der Troll ist schon da. Sie kämpfen mutig, wie sie sind, gegen den Troll, retten Hermine. Die Lehrer kommen vorbei und sind völlig geschockt. Und ja, die zweite Dummheit ist so diese dumme Lüge, die Hermine jetzt erzählt, so, die total unnötig ist. So, ja, ich dachte, ich weiß ja alles über Trolle, ich gehe jetzt da runter und kann den besiegen. Und nur dank Ron und Harry habe ich überlebt, sonst würde ich jetzt gar nicht mehr leben. Es ist so unnötig. Warum sagen sie nicht die Wahrheit? Warum sagt sie nicht so, hey, ich wusste nicht, dass der Troll hier ist, ich war halt noch hier unten und Harry und Ron haben zum Glück noch dran gedacht, irgendwie mich zu warnen. Sie hatten keine Zeit, jetzt irgendwie einen Lehrer zu holen oder sowas. Ey, das wäre doch überhaupt nicht schlimm gewesen. Das wäre die Wahrheit gewesen und dann hätte sie nicht 5 Punkte Abzug gekriegt oder so. Und ja, und dann kriegen Harry und Ron wenigstens jeder 5 mickrige Punkte dafür, dass sie gerade einen Troll besiegt haben. Das ist wirklich, wirklich absurd. Aber ja, Harry, Ron und Hermine sind nun endlich das Golden Trio. Es gibt einfach Dinge, die man nicht zusammen erleben kann, ohne dass man danach Freundschaft schließt. In dem Kapitel möchte ich einfach gerade nur kurz darauf eingehen, wie cool es ist, einfach mal wieder Lee Jordan als Kommentator der Quidditch-Spiele zu haben. Es ist in den Filmen gar nicht so ein Riesending, aber in den Büchern immer so wie über die ganzen Bücher hinweg, glaube ich, so ein Running Gag, dass halt Lee Jordan ist ein Gryffindor und er kommentiert die Quidditch-Spiele und ist halt super parteiisch und regt sich halt immer übelst auf, wenn irgendwas passiert, was ihm nicht in den Kram passt und dann kommt immer vom Rand irgendwie die Stimme von McGonagall, Jordan! Und Lee Jordan dann immer so, oh, sorry Professor, ja, also das Spiel geht weiter und oh mein Gott, was war das für eine unfaire Scheiße? Slytherin sollte sofort vom Spielplatz geschickt werden! Jordan! Ich liebe das, ich liebe diese Szenen und ich freue mich in den ganzen weiteren Büchern schon darauf. Es ist Weihnachten und die Weasley-Pullis erscheinen, die sind wohl so ein, ja, so ein Ding, was Mrs. Weasley für jeden strickt und die Weasleys mögen die wohl immer nicht so sehr. Harry freut sich natürlich darüber, dass er überhaupt ein Geschenk kriegt und findet es super cool, dass Mrs. Weasley an ihn gedacht hat. Dann kommen irgendwie Fred und George rein und sagen so, hey, voll doof, sie hat bei uns irgendwie so bei dem einen so ein großes G und ein großes F draufgeschrieben. Hey Ron, das ist bei dir nicht. Als würde sie denken, wir verwechseln uns so. Aber wir sind ja nicht dumm. Wir wissen, dass wir Gret und Forge sind. Und ja, ist halt Fred und George Humor. Ich find's super lustig. Harry bekommt außerdem den Tarnumhang geschenkt von dem Schulleiter, der ihn ja immer bevorzugt. Nein, Spaß. Dumbledore schickt ihn ihm natürlich nur weiter, weil er ihn von James noch hatte, von Harrys Vater. Und jetzt halt denkt, mei, ich sollte ihn vielleicht mal an seinen Sohn weitergeben. Ist ja nur fair. Und das weiß natürlich Harry noch nicht. Also er weiß nicht, von wem er kommt. Er ist auf mysteriöse Weise zu ihm gekommen. Es stand nur dabei, gebrauche ihn klug. Gebrauche ihn klug, so ist es. Er will den dann natürlich wieder direkt nutzen. Also, ich meine, sie haben mittlerweile irgendwas über Flamel rausgefunden und in der Nacht denkt er sich dann, oh mein Gott, Tarnumhang, ich bin unsichtbar, ich kann einfach durchs Schloss gehen und niemand findet mich. Und er wird dann irgendwie von Filch durchs Schloss gejagt und landet dadurch dann beim Spiegel Nähegäb. Und das ist halt wirklich. Also, ich mag diese Spiegel Nähegäb-Szenen, weil sie so traurig sind und so emotional. Harry ist halt wirklich so dieser Junge, der sich nichts sehnlicher wünscht, als einfach wieder eine Familie zu haben. Das ist sein sehnlichster Wunsch. Und dann kommt irgendwie die Szene mit Ron, wo sie gemeinsam vor dem Spiegel stehen. Und Ron sieht sich als irgendwie Schulsprecher und er bekommt den Hauspokal von Dumbledore überreicht. Das ist das, was er am sehnlichsten sich wünscht. Einfach mal ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Aufmerksamkeit zwischen all seinen Brüdern.
Und dann kommt diese Szene, wo sie sich echt schon fast anfangen, irgendwie richtig zu streiten vor dem Spiegel, weil jeder möchte seine Zeit vor dem Spiegel haben. Und Ron irgendwie so: Ey, das ist voll unfair, du hattest doch schon letzte Nacht hier alleine. Und Harry so: Ja, aber du siehst ja nur dich als blöden Schulsprecher so, ich habe meine Familie in dem Spiegel so. Und bevor sie sich dann richtig streiten, kommt halt Filch und so. Aber das ist wirklich auch, ja, da merkt man wirklich, das ist auch so weise, weil es nicht einfach nur eine Magie ist. Also, dass man Träumen nachhängt und dadurch irgendwie verloren geht, das ist auch eine reale Gefahr. Das ist was, was wirklich passieren kann. Und wenn Dumbledore später sagt, It does not do to dwell on dreams and forget to live, meine Güte, also das ist, ja, es ist wahr. Und das mag ich an Harry Potter. Das kommt so oft noch vor, so Weisheiten, die aufs echte Leben übertragbar sind und hier in den Büchern halt irgendwie magisch dargestellt sind. Das ist super cool, hat mir richtig gut gefallen. Und es ist halt tragisch, dass halt Harry dadurch irgendwie erstmal sogar Flamel vergisst. Das war irgendwie vorher so sein Desire, er musste unbedingt Flamel finden und dadurch hat er ihn komplett vergessen. Und erst als dann Dumbledore ihn hier gerade rückt und sagt, hey Harry, häng nicht deinen Träumen nach und vergiss nicht zu leben dabei. Erst dadurch merkt er so, okay, ich sollte mich wieder aufs Leben konzentrieren. Und ich finde das insgesamt so als Episode in diesem ganzen Buch oder der ganzen Harry Potter Geschichte eine coole Szene, weil es halt für ihn so eine Verarbeitung von dem Kummer ist. Hey, er hat seine Eltern nie kennengelernt, aber natürlich ist es tragisch für ihn und ziemlich scheiße, keine Eltern zu haben. Und gerade wenn du dann eben sie plötzlich siehst und so viel von den Leuten erzählt bekommst, wie deine Eltern waren und was für tolle Leute das waren, dann natürlich ist es dann plötzlich ziemlich scheiße. Und in den Momenten lernt er sozusagen so ein bisschen damit klarzukommen und so ein bisschen, ja, das seinen Kummer zu verabschieden, zu verarbeiten. Ja, in dem Kapitel passieren viele so Kleinigkeiten. Neville muss sich gegen Malfoy wehren, wird von ihm ziemlich fertig gemacht. Harry schenkt ihm einen Schokofrosch dafür, so als Trost. Das fand ich irgendwie so eine schöne Geste. Es war so rührend irgendwie. Dann sind sie beim Quidditch-Spiel. Sie denken ja, dass Snape irgendwie der Böse ist. Deswegen üben sie alle den Beinklammerfluch, um im Notfall den gegen Snape anwenden zu können. Was so cute ist. So, die denken so, sie können halt irgendwie Snape mit einem Beinklammerfluch irgendwie besiegen, falls der was macht. Das ist ganz lustig. Man fragt sich auch hier wieder so, Mensch, warum tut denn Dumbledore nichts gegen Snape? Aber ja, auch hier sind die Kids einfach wieder auf sich selbst gestellt. Das ist dieses, ja, dieses kindliche Denken, ey, ich bin auf mich selbst gestellt, ich muss alleine handeln und so ist es dann halt auch in der Zaubererwelt sozusagen. Dann am Ende kommt noch der Satz von Dumbledore, nachdem Harry das Spiel gewonnen hat. Es ist schön, dass du nicht mehr nach diesem Spiegel suchst. Und dann beobachtet natürlich Harry noch eine super suspicious Szene, wo er im Wald Snape und Quirrell reden hört. Und Snape spricht natürlich so ultra villainmäßig mit Quirrell, weil man muss ja jetzt denken, dass Snape der Bösewicht ist. Aber wie wir am Ende erfahren werden, hat ja Snape nur versucht, Quirrell aufzuhalten. Aber naja, Harry denkt halt, Snape ist der Ultraböse. Und das denkt mit ihm natürlich auch der Leser. Dann kommt natürlich generell diese ganze Szene mit Norbert, dem norwegischen Stachelbuckel. Hagrid hat ihn von einem Fremden im Pub gewonnen und will ihn natürlich aufziehen, behandelt ihn wie, als wäre er sein Kind und er wäre seine Mami. Aber er wird natürlich sehr schnell groß, wird eine Gefahr. Hagrid wohnt ja in einem Haus aus Holz. Und dann kommt der Plan, der im Film so nicht war, nämlich Charlie. Charlie ist der Bruder von Ron und er arbeitet mit Drachen und der wird angeschrieben, ob er nicht wen vorbeischicken könnte, um Norbert abzuholen, um sich dann um den zu kümmern, weil das ist der einzige Weg, um Norbert eben loszuwerden und gleichzeitig Hagrid irgendwie zufriedenzustellen, dass der halt weiß, Norbert ist in sicheren Händen sozusagen. Dafür müssen dann Harry und Hermine natürlich nachts wieder raus. Sie sind wieder mal draußen, nachts, und bringen dann irgendwie Norbert auf den höchsten Turm, wo er von Freunden von Charlie abgeholt wird. Dann vergessen sie, dumm wie sie sind, den Tarnumhang oben auf dem Astronomieturm und werden unten von Filch erwischt und an McGonagall übergeben, die ihnen prompt 50 Pfund
Punkte pro Nase abzieht. Harry, Hermine und Neville, der wohl auch unterwegs war, um die beiden zu warnen. Und ja, toll, Malfoy auch, weil er halt auch nachts draußen war. So. Aber dadurch verliert halt irgendwie Gryffindor in einer Nacht 150 Punkte. Und am nächsten Morgen ist natürlich die komplette Schule ultra sauer auf diese drei Kinder. Am meisten natürlich auch auf Harry, weil Harry einfach am bekanntesten ist. Und die bekannten Leute kriegen natürlich immer am meisten Hate ab. Aber er hat halt in einer Nacht alles verspielt, den ganzen Vorsprung, den Gryffindor hatte. Und sie sind jetzt auf dem letzten Platz. Alle Leute hassen Harry. Harry beobachtet nun eine Szene, wo er Quirrell in einem leeren Klassenzimmer wimmern hört. Und er denkt natürlich, dass Snape bei ihm ist und Snape Quirrell bedroht. Kurze Zeit kommt Quirrell aus dem Zimmer raus und Harry schaut dann in das leere Klassenzimmer rein und sieht niemanden dort, außer eine offene Tür auf der anderen Seite. Und da denkt er natürlich, dass Snape raus ist. Aber wir wissen natürlich, und der Leser weiß es dann am Ende vom Buch auch, Snape war nie drin. Quirrell hat mit Voldemort geredet, der im Hinterkopf von ihm ist, unter seinem Turban versteckt. Und ich finde das auch heute noch eine so gruselige Vorstellung. Ey, ich weiß auch, als Kind fand ich das echt einen gruseligen Gedanken. Ach du Scheiße, dieses leere Klassenzimmer, wo Harry da reingeschaut hat. 5 Minuten davor hat da Quirrell mit Voldemort geredet. So, Jesus Christ. Und Voldemort war die ganze Zeit immer dabei, immer wo Quirrell war. Jesus, das fand ich schon immer sehr gruselig und finde ich auch heute immer noch sehr gruselig. Dann kommt die Strafarbeit. Harry, Hermine, Neville und Malfoy müssen mit Hagrid in den verbotenen Wald rein, um ein Einhorn zu suchen. Ein paar Mal hin und her und sie müssen sich aufteilen. Auch hier ist natürlich wieder so, boah, ist schon eine krasse Strafarbeit. Aber es ist halt Hogwarts. In Hogwarts passieren halt solche Dinge, dass man einfach mal, weil man nachts draußen war, muss man plötzlich wieder nachts raus. Und zwar in den verbotenen Wald, wo echte Gefahren lauern, denen man dann ausgesetzt wird. Dann wird man sogar noch aufgeteilt, dass nur einer bei Hagrid ist oder zwei bei Hagrid sind und die anderen beiden sind auf sich alleine gestellt. Ja, das ist schon ganz schön crazy. Harry und Malfoy begegnen dann dem toten Einhorn und sie sehen eine Gestalt in einem Umhang, die über das Einhorn gebeugt, dessen Blut saugt. Malfoy rennt sofort schreiend davon. Zu Recht, absolut zu Recht. Alter, wenn ich mir das vor... Jesus, Alter, ich hatte so eine Angst damals bei diesem Film schon. Auch, ich find's auch heute noch ein bisschen eine gruselige Szene tatsächlich. Aber stell dir mal vor, das passiert dir einfach in Wirklichkeit. Alter, ich kann wirklich Malfoy das nicht verübeln, dass er einfach schreiend davongelaufen ist. Also wirklich. Und Harry ist halt völlig steif gefroren und bleibt stehen. Und die Gestalt kommt auf ihn zu, geschwebt über den Boden. Und dann kommt Firenze, rettet ihn und... Es ist scheiße gruselig. Der Firenze erzählt ihm noch ein paar Sachen und so. Und generell dieses Ding mit dem, man muss halt halb Einhornblut trinken, um am Leben zu bleiben und so. Aber man hätte ja dann nur ein verfluchtes Leben und so. Wer würde so ein Leben wollen? Und Voldemort ist ja nur noch halb am Leben. Es ist insgesamt dieser Mythos über Voldemort, der körperlos unterwegs ist und jetzt auf das Blut von Einhörnern angewiesen ist, ist scheiße gruselig. Also Voldemort war nie gruseliger irgendwie als im ersten Teil, muss ich sagen. Er ist ja kein Mensch, er ist nur so ein Geist, der körperlos unterwegs ist, in einem Menschenhaus dann von einem Einhorn das Blut trinkt und hier in einem leeren Klassenzimmer, da war Voldemort, man sieht ihn nie. So erst am Ende so ein bisschen, aber auch nur als Gestalt in dem Hinterkopf von einem anderen Menschen. Also wenn irgendwann Voldemort mal gruselig war, dann im ersten Teil. Was halt immer so schön ist, irgendwie noch zu beobachten, ist, dass halt trotz dessen, dass sich die gefährliche Situation in Hogwarts irgendwie immer mehr zuspitzt, sie erfahren immer mehr von Voldemort und alles und dann sehen sie ihn halt basically im verbotenen Wald und alles, dass sie halt trotzdem einfach gefühlt normalen Schulalltag erleben und halt trotzdem die Abschlussprüfungen anstehen und sie halt für die Abschlussprüfungen lernen und auch Angst vor den Abschlussprüfungen eben haben. Ja, plötzlich so irgendwie einen unvorsichtigen Optimismus an den Tag legen. Ja, Quirrell wird schon standhalten und nicht ausplaudern, was sein Geheimnis ist, um an dem Hund vorbeizukommen und zum Stein der Weisen zu gelangen.
Das ist irgendwie sowas Kindliches. Ja, Alter, da ist eine tödliche Gefahr, aber Schule ist halt trotzdem irgendwie noch schwierig und man muss sich ja auf die Prüfungen vorbereiten. Dann hält Harry diese krasse Ansprache bezüglich Voldemorts Rückkehr. Das fand ich sehr cool, weil er dann irgendwann sagt so, Leute, okay, es ist glasklar, keiner glaubt uns, also müssen wir heute Nacht durch die Falltür steigen und selber den Stein der Weisen retten. Und Hermine und Ron noch beide so, ey, sag mal, bist du verrückt so? Das können wir nicht machen. Wir müssen für unsere Abschlussprüfungen lernen und Harry rastet aus. Ey Leute, ist euch das nicht klar? Wenn wir jetzt nichts machen, dann wird Voldemort zurückkommen. Und wenn Voldemort zurückkommt, dann gibt es keine Abschlussprüfungen mehr. Dann wird es kein Hogwarts mehr geben. Glaubt ihr, dass Voldemort uns am Leben lässt, wenn wir nur genügend Punkte in den Abschlussprüfungen haben? Voldemort hat meine Eltern umgebracht. Ich kann nicht hier sitzen und das geschehen lassen. Ich muss jetzt was tun. Und das hatte ich eine so krasse Rede, erstmal für einen Elfjährigen, aber halt auch sehr emotional und sehr ergreifend, weil er begreift es, weil er wirklich irgendwie emotionaler und persönlicher halt einfach betroffen ist als jetzt Ron und Hermine natürlich, weil er die Eltern im Spiegel Nährhep-Gep gesehen hat und fast davor verrückt geworden wäre, weil er sie so sehr vermisst und mittlerweile wirklich so viel Gutes und Schönes über sie gehört hat und einfach traurig ist, dass sie nicht da sind, was vorher viel weniger, glaube ich, der Fall war, weil er halt nichts über sie wusste. Und jetzt weiß er, was er bei ihnen verpasst hat und ist noch viel mehr persönlich involviert und will natürlich noch viel mehr Voldemort dann besiegen. Und dann sagt er irgendwie, ja, also ist mir egal, was ihr macht, ich werde da jetzt runtergehen. Und dann sagt er noch irgendwie so, ja, ich werde einfach Dads alten Umhang nehmen. Und dann sagt Ron diesen coolen Satz, meinst du, wir passen alle unter den Umhang? Und Harry so, hä, wieso alle? Ach komm, Harry, jetzt verarsch uns doch nicht. Also wir kommen natürlich mit. So, das ist halt irgendwie schön. Das ist halt, die beiden haben schon irgendwie Angst und Respekt vor der ganzen Sache und alles. Aber wenn sie halt wissen, hey, Harry wird auf jeden Fall gehen, so natürlich sind wir dann dabei. So, gar keine Frage. Wir werden ihn jetzt ganz sicher nicht alleine gehen lassen. Es kommt dann diese schöne Charakterentwicklung von Neville, der sich ihnen in den Weg stellt und sagt, Leute, ihr könnt nicht nochmal rausgehen und wieder Punkte für Gryffindor verlieren, weil ich werde hier stehen und notfalls gegen euch kämpfen. Ich habe meine Prinzipien, ich will, dass Gryffindor den Pokal gewinnt und ihr seid zwar meine Freunde, aber ich kämpfe für meine Prinzipien und deswegen kämpfe ich notfalls auch gegen euch. Und Dumbledore hat schon recht, wenn der Neville am Ende 10 Punkte dafür gibt, weil das ist schon cool. Gerade für Neville, der halt so ein, ja, Loser irgendwie die ganze Zeit über war und nicht mutig und der die ganze Zeit sich von Malfoy hat breittreten lassen und der sich immer von Harry anhören musste, hey, du darfst den nicht irgendwie so an dich ranlassen, du musst dich auch mal gegen ihn wehren. Und Neville hat daraus die Lektion gesagt, hey, ich kann mich auch gegen meine Freunde mal wehren. Das ist viel schwieriger und verlangt sogar noch viel mehr Mut, weil bei denen habe ich ja wirklich was zu verlieren. Bei jemandem, der mich eh schon hasst, wenn ich mich gegen ihn aufwehre, was habe ich schon zu verlieren? Aber bei einem Freund, wenn ich mich gegen ihn auflehne, könnte es ja passieren, dass der dann irgendwie sagt, so, hey, mit dir will ich nicht mehr befreundet sein. So, ich sag mal, zumindest in so einer kindlichen Sicht würde das ja voll Sinn machen. Aber nein, Neville bleibt bei seinen Prinzipien. Und das ist cool, dass er dafür 10 Punkte verdient. Finde ich okay. Finde ich gerechtfertigt tatsächlich. Ist nicht nur so dieses, ja, damit halt Gryffindor gewinnt, so. Ist okay. Dann kommen die Rätsel, um zum Stein der Weisen zu kommen. Also natürlich muss man erstmal an Fluffy vorbei und dann kommen tatsächlich ein paar Rätsel, die im Film gar nicht vorkamen. Also es kommen erstmal die Schlingpflanzen, die waren im Film dabei, dann kommen die Schlüssel, die waren auch im Film dabei. Schach war auch im Film dabei, aber dann kommen sie in den weiteren Raum, wo noch der tote Troll liegt, den Snape, der ja vor ihnen war, erlegt hat. Dann kommen Zaubertränke, wo nur noch Harry und Hermine sind, weil Ron ist ja beim Schachbrett zurückgeblieben. Und bei den Zaubertränken müssen sie ein Rätsel lösen, um rauszufinden, welcher ist der, der uns weiterbringt und welcher ist der, der uns umbringt und welcher ist der, mit dem wir theoretisch zurück könnten, sozusagen. Und da ist halt gut wieder, dass Hermine dabei ist. Und generell merke ich, hey, das ist irgendwie ganz cool gemacht, weil bei diesen ganzen Rätseln wird wirklich gezeigt, wie wichtig das ist, dass sie zu dritt sind und dass Harry nicht alleine ist. Weil das Schachspiel, das hätte Harry nicht alleine geschafft, so. Die Zaubertränke hätte Harry auch nicht alleine geschafft, so.
Auch generell, Ron hätte es nicht alleine geschafft und Hermine hätte es auch nicht alleine geschafft. Keiner hätte es irgendwie alleine geschafft. So, jeder hat irgendwie seinen Teil dazu beigetragen, durchzukommen. So, diese letzte Konfrontation vorm Spiegel hätte möglicherweise auch Ron oder Hermine nicht geschafft, aber Harry halt schon. So, das ist irgendwie so cool, dass es diesen Teamgeist dadurch gibt. Dann kommen sie zum Stein der Weisen. Also Harry, weil Hermine muss ja zurückbleiben und soll Ron zum Krankenflügel bringen und so. Und Harry geht alleine weiter. Und er geht durch die Flammen. Er sieht den Spiegel näher, Gap, und er sieht, da steht schon jemand. Aber es ist nicht Snape. Und es ist auch nicht Voldemort. Es ist Quirrell. Dun, dun, dun! Boom! Oh mein Gott, die große Überraschung des gesamten Plots. Es war gar nicht Snape, der alles böse gemacht hat. So, ja, Snape ist ein Arschloch. Aber in Wirklichkeit war der ängstliche Quirrell, so der Ultra-Bösewicht. Und das ist halt schon fast ein bisschen klischeehaft, aber für so ein Kinderbuch halt echt cool. Und naja, es müssen wir nicht drüber reden, wissen wir auch alle schon. Nur die eine Sache, die ich noch cool fand, war, dass halt Snape wirklich Harry das Leben hat versucht zu retten. Und ich wusste gar nicht mehr so den Grund, den nennt uns später noch Dumbledore, weil Harrys Vater und Snape waren ja auch gemeinsam in Hogwarts und sie haben sich ziemlich gehasst, bis irgendwann Harrys Vater Snape das Leben gerettet hat. Und ich habe mich dann auch wieder daran erinnert, ach stimmt, das war das mit der peitschende Weide, was wir im dritten Teil erfahren. Aber das konnte Snape Harrys Vater nie verzeihen, weil das ja heißt, dass er jetzt in seiner Schuld steht und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen hat er das ganze Schuljahr über versucht, Harry das Leben zu retten, um sozusagen auch nach James Tod noch diese Rechnung begleichen zu können und jetzt wieder in Frieden seinen toten Erzfeind hassen zu können. Es ist natürlich dann der Fight zwischen Quirrell und Voldemort, der ist relativ kurz. Harry tut auch tatsächlich gar nicht mal allzu viel. Es ist irgendwie noch so, die Lösung, wie er an den Stein kommt, ist, wer den Stein finden, aber nicht benutzen will, der kriegt ihn halt. Und so kriegt ihn halt dann Harry, was tatsächlich cool ist, weil dieses letzte Rätsel oder diese letzte Hürde von Dumbledore macht das halt dann genau zu dem, was es soll. Also egal, wie gut du bist im Zaubern, wenn du den Stein halt nur haben willst, um ihn für dich zu benutzen, wirst du ihn nicht kriegen. Du kannst alle Aufgaben davor irgendwie schaffen, so, aber am Schluss wirst du ihn trotzdem nicht kriegen. So, und das ist dann eigentlich doch ganz genial. Die vorherigen Rätsel sind sozusagen so ein bisschen eine Ablenkung. Es ist natürlich am Schluss dann, wie Harry dann entkommen kann mit hier, er berührt Quirrell und der leidet Höllenqualen und alles. Es ist natürlich die Macht der Liebe. Liebe, Harry. Liebe. Harrys Mutter hat sich so sehr aufgeopfert für Harry, dass diese Liebe so sehr in Harry brennt, dass Voldemort, der keine Liebe spüren kann, das einfach nicht ertragen kann. Und das wusste ich gar nicht mehr, dass das so früh schon so angedeutet wird oder so früh schon so ein Teil der Auflösung sozusagen ist. Liebe ist halt so dieser Schlüssel der Magie und keine Magie ist stärker als Liebe. Und ich sag mal, jetzt kommt das Krasseste, was ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Als dann Ron und Hermine und Harry wieder miteinander reden, sagt Ron irgendwie sowas wie: Hey, was ist, wenn Dumbledore vielleicht das Ganze so geplant hat, dass du das den Stein der Weisen rettest sozusagen? Und dann sagt Hermine: Ey, also wenn das stimmt, dann wäre das sehr unverantwortlich von Dumbledore. Und Harry sagt dann irgendwie sowas: Ja, ich weiß nicht. Also Dumbledore ist schon eine sehr mysteriöse Person und ich habe auch das Gefühl, dass er vielleicht nicht unbedingt das wollte, aber mir irgendwie doch eine Chance geben wollte. Er wollte mir eine Möglichkeit geben, mich zu beweisen. Und das klingt vielleicht wirklich erstmal ein bisschen unverantwortlich. Also, ich meine, Dumbledore macht schon ständig unverantwortliche Sachen, sage ich mal. Aber irgendwie kann man ja auch so ein bisschen drüber glauben, ja, Dumbledore hatte trotzdem die ganze Zeit so seine schützende Hand über Harry. Er weiß, Harry hatte jetzt 11 Jahre lang überhaupt keine Chance, irgendwas von sich selbst zu zeigen. Und hier, jetzt kriegst du mal die Chance, was über dich selbst rauszufinden, dich auch zu beweisen, deinen Mut zu beweisen und auch dich deiner Vergangenheit so ein bisschen zu stellen. Auch tatsächlich die Tatsache, dass er den Spiegel überhaupt finden wollte. Das wurde auch gesagt, dass Harry glaubt, Dumbledore wollte, dass er den Spiegel Nagel schon vorher findet, um dessen Geheimnis zu enthüllen, um ihm ein bisschen zu helfen, seine Vergangenheit zu entdecken und zu beleuchten und auch damit klarzukommen. Und das passt schon irgendwie zu Dumbledore und dass er halt gleichzeitig so ein bisschen schon trotzdem natürlich seine schützende Hand über sich hat. Dumbledore ist so dieser Meister dieses Schlosses. Er kennt
alle verborgenen Winkel, natürlich nicht alle, wie wir im vierten Teil rausfinden werden. Auch Dumbledore kennt nicht alles von Hogwarts, aber trotzdem ist er so irgendwie schon der Mentor, der halt über allem steht und über Harry wacht und ihm halt Chancen geben will. Und das ist super schön eigentlich. Und dass ich das irgendwie noch nie so bewusst wahrgenommen habe, diese Tatsache oder diese Überlegung, die ja eigentlich wirklich nur eine Überlegung ist, oder das halt wieder vergessen habe, das ist schon, finde ich schon erstaunlich irgendwie. Aber das ist das, was ich an die Harry Potter liebe. Egal wie oft man es schon gelesen, gehört, geschaut hat, es kommt doch immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten, die einem bisher irgendwie entgangen sind oder die man halt wieder vergessen hat. Und das ist echt cool. Zum Schluss, Leute, kann ich einfach nur noch sagen, die Charaktere, es ist so schön zu sehen, wie die alle irgendwie am Anfang ihre Probleme hatten und am Ende so ein bisschen weitergekommen sind und ein bisschen was von diesen Problemen lösen konnten. Da haben wir Ron, der immer im Schatten seiner älteren Geschwister stand, der am Anfang noch sagt so, hey, es ist egal, was ich mache, weil wenn ich scheitere, dann ist es halt irgendwie blöd, weil alle anderen haben es ja geschafft. Und selbst wenn ich es schaffe, dann ist es nichts Besonderes, weil alle anderen haben es ja vorgemacht schon. Und dann ist es auch nichts Besonderes mehr sozusagen. Und am Ende schafft er es, sich zu beweisen, indem er dieses Schachspiel von McGonagall eben besiegt. Und Percy brüllt es über den halben Gryffindor-Tisch. So, hey, mein Bruder, Ron, das ist mein Bruder. Er hat McGonagalls Schachspiel besiegt. So, haha, mein Bruder, ja, habt ihr gehört? Mein Bruder ist das. Und das ist so ein schöner Moment. Das freut mich total für Ron irgendwie. Dann haben wir Hermine, die halt, ja, sozial geworden ist. Die es irgendwie geschafft hat zu erkennen, dass, ja, Bücher und Fleiß, das ist alles schön und gut und cool und alles. Aber es gibt da diese eine Sache, die wichtiger ist. Und ja, Harry ist halt einfach zu Hause angekommen. Er hatte, weiß Gott, keine geile Zeit in den ersten 11 Jahren. Aber jetzt ist er bei seinem Place to be. Jetzt weiß er, wo er hingehört, was er kann. Er weiß, dass er Mut beweisen kann und dass er auch seine Vergangenheit nun kennt und alles. Das ist super schön tatsächlich bei den beiden zu sehen. Hier kommt eine Sache, die mir jetzt auch mal aufgefallen ist. Der erste Teil ist noch der, der am in sich geschlossensten irgendwie ist. Also es wurde irgendwie das mit der Liebe so ein bisschen schon erklärt. Die Charaktere haben alle irgendwie so eine Entwicklung in sich geschlossen. Und ich sag's mal jetzt ganz provokant, wenn der erste Teil damals nicht erfolgreich genug gewesen wäre für einen zweiten Teil, dann wäre es auch gar nicht mal so schlimm gewesen, wenn es keine weiteren Teile gegeben hätte. Natürlich, aus heutiger Sicht wissen wir, was wir verpasst hätten, sozusagen, aber aus damaliger Sicht so, hey, es ist so das Größte irgendwie abgeschlossen, sage ich mal. Natürlich ist es irgendwie noch offen so, aber es kann theoretisch sein, dass Voldemort immer und immer wieder aufgehalten wird, das müssen wir nur nicht sehen. Das heißt, es ist irgendwie ja, es ist schon relativ in sich geschlossen, lässt aber gleichzeitig noch genug Fragen offen, um halt Fortsetzungen zu bringen, die auch definitiv nicht überflüssig sind, die definitiv sehr cool sind, wo wir so heilfroh heute sind, dass wir sie haben. Und das, Leute, sind meine Schlussworte zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich werde bald den zweiten Teil lesen. Ich werde euch hier noch einblenden gleich, wann ich den weiterlesen werde. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, den einfach mitlesen. Und dann wird es natürlich den zweiten Spoiler-Talk hier auch auf diesem Kanal geben. Ich freue mich schon total drauf. Es hat mir ultra Spaß gemacht, diesen hier schon aufzunehmen. Ich wusste gar nicht, wie viel ich über dieses Buch quatschen kann mit 300 Seiten. Und ich habe tatsächlich schon ein bisschen Angst vor diesen 1000 Seiten Schinken vom fünften Teil zum Beispiel. Also da werde ich wirklich ein bisschen zu strugglen haben, über was davon ich jetzt genau alles reden kann, ohne dass das Video 10 Stunden lang wird. Aber Leute, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.